Spandner TV war wie immer im Bezirk unterwegs und hat für Sie wieder einen interessanten Tipp. Meridian Spa in den Spandner Arkaden bietet neben Fitnesskursen und Wellnessaktivitäten im Hause auch Outdoor-Specials und Events an. Zum Beispiel in den Sommermonaten bis zum 31. August trifft man sich jeden Sonntag um 10 Uhr im Münsinger Park zum Mitmachen beim Tai-Chi-Kurs. Aber was ist Tai-Chi? Was ist Tai-Chi? Tai-Chi ist eine chinesische Bewegungsmeditation. Wir alle kennen den Yin- und Yang-Ball, zwei Gegensätze, die ineinander überfließen. Und dieser Ball heißt Tai-Chi. Benutzt man dieses Bewegungsprinzip, versucht man das in Bewegung zu setzen, haben wir unser Tai-Chi, so wie wir es kennen, aus Funk und Fernsehen. Was vielleicht noch spannend ist zu sagen, dass das Tai-Chi so einen ganzheitlichen Aspekt, einen ganzheitlichen Ansatz hat. Dass es also eine Art ist, die wir in Europa leider nicht so gut kennen. Wir kennen das Zähneputzen und das Haarekämmen zur Körperpflege. Aber im chinesischen, asiatischen Raum wird dieses eben auch genutzt, um die Seele, um den Leib zu pflegen und das in wenigen Minuten auch Gesundheit seelischer und körperlicher Art erhalten bleiben. Welchen Gesundheitsaspekt hat Tai Chi? Tai Chi hat mehrere Gesundheitsaspekte. Der erste äußerliche ist, dass wir auf unsere Koordination, auf unser Gleichgewicht, auf unsere Konzentration achten und dabei lernen, unsere Gelenke zu entspannen, eine gesunde, lotgerechte Haltung einzunehmen. Auf höherem Niveau wird es dann auch energetisch, das heißt, wir regen unseren Energiekreislauf an, versuchen die Vitalkraft, Qi, die Lebensenergie ein wenig im Körper zirkulieren zu lassen. Welche Voraussetzungen braucht man für Tai Chi und wer kann Tai Chi ausüben? Im Grunde genommen muss man nicht viel mehr als auf zwei Beinen stehen und laufen können. Also es gibt für jedes Alter und für jede Kondition sozusagen die Art und Weise, wie man es ausführen kann. Ein bisschen bequeme Kleidung und Spaß an der Bewegung und dann klappt das mit dem Tai Chi. Kann Tai Chi nur im Freien praktiziert werden oder auch in geschlossenen Räumen? Im Grunde genommen ist es so, dass man es sowie als auch innen, außen, im Urlaub, auf der Arbeit oder zwischendurch machen kann. Und im Park ist es natürlich so, dass die Natur ein bisschen entgegenkommt. Drinnen ist es vielleicht schöner, meditativer, weil es mehr mit Musik und mit Spiegeln gearbeitet werden kann. Dieser Kurs wird ja von Meridian Spa in den Spandner Arkaden angeboten. Genau, wir haben die ganze Woche über verschiedene Tai-Chi- und Qigong-Kurse, die man sich gerne mal angucken kann. Dieser hier ist jetzt speziell auf den Outdoor-Termin sonntags 10 Uhr bis 12 Uhr gemünzt, hier im Münsinger Park. Jetzt jeden Sonntag bis zum Herbst? Genau, den ganzen Juli und August über jeden Sonntag. Wer hier mitmachen möchte, kann sich bei Meridian Spa anmelden. Wir können es sogar ohne Anmeldung machen. Sie kommen einfach vorbei, machen mit, schauen zu, werden ein bisschen sich damit anfreunden und dann mit der Gruppe ganz schnell mitlaufen können. Ist die Teilnehmerzahl begrenzt? Nein, die ist nicht begrenzt. Also das, was der Park hergibt und soweit, wie man mich verstehen kann, ohne dass ich ein Mikrofon oder ein Megafon brauche, bin ich bereit, jeden ein bisschen näher zu bringen. Herr Hübel, wie ist denn Ihre Verbindung zu Tai Chi entstanden? Also es ging darum, dass ich mal überfallen und zusammengeschlagen wurde. Und da ich damals sehr unsportlich war, habe ich gesagt, dass ich mir jetzt eine Technik aneignen möchte, mit der ich mich wehren könnte. Und habe gedacht, ich werde ein großer Kung-Fu-Kämpfer, so wie mein Vorbild aus der Kindheit, Bruce Lee. Dann habe ich gemerkt, dass ich das Kung-Fu gar nicht kann, weil es viel zu schwer ist mit dem ganzen Rumgehüpfe und habe erstmal angefangen, die sanften inneren Bewegungen des Tai-Chis zu erlernen. Ich dachte dann dass nach kurzer Zeit, dass ich dann anfangen werde, doch noch die große sportliche Karriere zu starten und habe gemerkt, dass das Tai-Chi sehr viel weiter geht, als ich es vorher gedacht habe. Ich habe es regelmäßig nur für Entspannung für ältere Leute verstanden. Dass es in China auch als Kampfkunst ausgeführt wird, war mir noch nicht bekannt. Und so bin ich dann dabei geblieben, weil ich sowohl die inneren als auch die äußeren Werte zu kultivieren gelernt habe.